Die 90er sind zurück, auch was die aktuellen Trendsportarten angeht. Hula-Hoop-Reifen, in ihrer Neuauflage übrigens deutlich schwerer als ihre Vorgänger, sind aktuell heiß begehrt. Und der 90er-Trend geht noch weiter, verrät man hier in Feldbach. Sportarten wie Skateboarden, Inlineskaten, was ich aus jungen Jahren kenne, sind wieder modern. Einfach, ich glaube, die Jugend informiert sich extrem stark über Instagram, YouTube. Rund um die EM steht bei den Händlern natürlich auch der Fußball im Fokus. Gefragt wie nie sind aber auch Fahrräder, die mancherorts bereits als ausverkauft gelten. Der Obmann der steirischen Sportartikelhändler stellt aber klar: Es gibt sehr wohl noch Räder, nicht mehr in dieser großen Menge, wie sie vielleicht voriges Jahr oder vor zwei Jahren noch vorhanden war. Aber ich glaube, dass jedes Sportgeschäft, das eigentlich so vor Ort ist, noch genügend Räder hat, um den Bedarf zu decken. Jahr für Jahr verkauft Alleinfamilie Picher rund 600 Räder. Für 2023 hat man bereits vorbestellt. Vor allem auch die E-Bikes, natürlich spricht das alle Altersklassen an. Ob jung oder alt, es macht einen riesen Spaß mit den Fahrrädern zum Fahren, weil man ganz andere Distanzen fährt mittlerweile. Auch natürlich in unserer Weingegend da, es ist wirklich eine lustige Geschichte mit E-Bikes und macht einen irrsinnigen Spaß. Auch den Spaß am Sportklassiker Tennis, dessen Geschichte übrigens sogar bis ins Mittelalter zurückreicht, haben viele in der Corona-Zeit wiederentdeckt. Also Schläger, Schuhe, Zubehör, Bälle, also es hat sich verdoppelt, verdreifacht. Nicht? Also man merkt, dass die Mitglieder bei den Vereinen einfach mehr werden. Christian Wendler spricht aus Erfahrung. Ja, ich habe 20 Jahre nicht Tennis gespielt und bin durch meinen Kollegen voriges Jahr wieder dazugekommen und es wird jede freie Minute fast genützt für diesen Sport. Ja. Denn ohne Passion geht im Sport eben gar nichts.